Liebe Spaßgesellschaft, ein ganz wunderschönes Ahoi Ahoi und willkommen zurück auf unserem Gamelinghof bei Stardew Valley. Was haben wir beim letzten Mal gemacht? Was ganz Schönes. Wir haben Emily einen Heiratsantrag gemacht und sie hat Ja gesagt. Wee! Hochzeitsgeburt, wee! Naja, und jedenfalls werden wir bald in den Hafen der Ehe eintingen und zwar in dieser Folge noch, denn es wird morgen soweit sein, heute noch nicht. So, das ist eine Wiederholung. Artischockendip. Okay, das wissen wir schon. Gut. Dann halt nisch. So, es regnet und da fällt mir wieder ein, wo ich den Blitzableiter zuckeln sehe. Dass wir einen Tipp bekommen haben. Wir sollten da noch wesentlich mehr von aufstellen, damit das überhaupt was bringt. Damit wir überhaupt endlich mal Batterien bekommen. Kann ich auch verstehen. Die Frage ist nur, wofür wir Batterien brauchen. Also klar, grundsätzlich könnte man da... Was kann man eigentlich damit anfangen? Ich weiß es offen gesagt gerade gar nicht, aus dem Stegreif. Was ich aber weiß, weil ich es nachgeschlagen habe, war, dass man die Hasenpfote Überraschung von einem Hasen kriegt im Hasenstall. Und entsprechend müssen wir da einfach hoffen, dass da bei Gelegenheit einfach mal eine liegen geblieben ist für uns. Ähnlich wie bei der Ente mit der Entenfeder. Da hatten wir das ja auch. Ah, sehr schön. Weil es regnet, sind alle Tiere drin. Das heißt, das Gras hat jede Menge Gelegenheit zu wachsen. Haben aber kaum noch Heuballen. Das ist schade. Da sollten wir vielleicht mal hier hinten. Jetzt nicht hier, wo wir es frisch angepflanzt haben. Aber hier, wo so ein bisschen mehr ist. Könnte man einmal ein bisschen mähen. So. Und schon haben wir wieder ein bisschen mehr Heu auf Tasche. Alter. So, ich will doch nur da durch, Mensch. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir als erstes mal hier in unser Räumchen. Ach ja, stimmt, wir haben ja noch den Qualitätssprinkler gerade gemacht. Da sollten wir dann vielleicht auch direkt ein neues Feld entsprechend aufmachen. Da ist noch ein Blumenkohl fertig. Gut, heute werden die Dienste des Sprinklers natürlich nicht gebraucht. Überraschung, die Felder sind sofort befeuchtet. Wow, da hat es mal eben unseren Weg zerdeppert. Okay, das war dann das eine Mal tatsächlich ein Blitz, wo der Weg fehlte. Krasse Sache. Also, wir müssen dann erstmal hier ein bisschen Wasser wegbringen und Dünger holen. Weil die Fasern, die gehören ja eigentlich gar nicht da rein. Die gehören in ein anderes Behältnis. Nämlich hier rein. Zack. Ach, wir haben vergessen, Lehm zu packen. Zack, zack. Dünger brauchen wir. Weil wir ja gleich noch ein bisschen was aussehen müssen. Aber jetzt zunächst einmal hier hin. Sehr schön, zwei Entenmayonnaise. Zwei eingelegte Kartoffeln. Gut, die haben jetzt ein bisschen länger gebraucht zum Einlegen. Was ja grundsätzlich nichts Schlimmes ist. So, kümmern wir uns dann erstmal um unsere Tiere. Mann, lass doch mal eine Hasenpfote fallen. Vielleicht sollte ich auch einfach nur mehr Hasen dazu holen. Um die Drop-Chance dafür ein bisschen zu erhöhen. Weil nur mit zwei Hasen, gut. Kann man sich drüber streiten, ob das sinnig ist oder nicht. Ich denke, es macht mehr Sinn, wenn man mehr hätte. Aber da müssen wir halt einfach mal schauen. Dass wir mehr Hasen bekommen. So, Milch gibt es wieder nur von Kühen heute. Zack, noch eine Milch. Noch eine Milch. Und noch eine Milch. Sehr schön. Du bist immer noch klein, ne? Ja, bist immer noch ein Baby. Gut, alles klar. Dann will jetzt auch noch nichts mit den Trüffeln. Nein, Moment, wir gehen erst hoch und lassen erst einmal hier unsere Milch weiterverarbeiten.
So hätten wir das. Dann Saatgut und wir sehen Kartoffeln aus. Denn wir haben da unten ja noch ein Feld. Aber das will natürlich erst einmal gedüngt werden, wie immer. So, wir könnten auch mal hier bei Gelegenheit unsere Wege vervollständigen. Fände ich zumindest alles andere zu verkehren. Moment, hatten wir nicht gerade noch da diesen einen Blumenkohl oder haben wir den schon gesammelt? Da war doch hier unten links bei einem Feld ein Blumenkohlreif. Nein, den müssen wir noch sammeln. Ja, komm, dann machen wir hier direkt Kartoffeln hin. Damit das Feld nicht ungenutzt bleibt. Können wir schon mit dem Stück Kohle jetzt... Haben wir dann schon wieder genug? Ja, haben wir. Können wir nämlich ein weiteres Einmachgefäß machen. Ding, ding, ding. So, Dünger kann gleich wieder weg. Zack, rein mit dir. Dünger weg. Steine weg. Noch irgendwas, was hier in die Kiste gehört? Nee, ne? Zumindest sehe ich es gerade nicht. So, dann rein in die gute Stube. Und siehe da, schon wieder Mayonnaise fertig. Sehr schön. So, unser Einmachgefäß hier oben. Auch wieder ein paar Bühnchen. So, ist unser Kleiner draußen oder ist der drin? Nein, der wird wohl drin sein. Komm, dann streichen wir mal eben nicht, dass wir... Dass der Kleine das Gefühl hat, wir vernachlässigen ihn. Ah, schön am Feuer, wo es warm ist. Ah, guten Morgen, Kleiner. Ja, wobei, was heißt guten Morgen? Wir haben ja schon Mittag. Halt! Eine Sache vergessen, wenn wir sowieso darunter müssen, kann ich doch direkt mal hier wieder was für unseren Zauberer mitbringen. Und hier mal eben die Mayonnaise wegpacken. Oh, die Fackeln, die braucht aber auch keiner, oder? So, stimmt, die habe ich vorhin vergessen. So, dann auf zum Zauberer und dann auf zu Mani, denn wir wollen ja noch ein paar Häschen. Und vielleicht noch eine weitere Sau, um die Schlagzahl für die Trüffel zu erhöhen. Ach, guck an. Wieder einige Beeren gewachsen. So, erstmal zu Mani, denn die hat nicht so lange auf wie der Zauberer. Tiere kaufen. So. Dann ein Hasen. Nehmen wir Bicky. Upsa, das wollte ich nicht. Und dann noch ein Hasen. Che Che. Okay, warum nicht? Ein kleiner Che Guevara Bunny. So, dann holen wir uns noch eine Sau und dann Winono. So, dann reicht das auch schon erstmal. Weil wir uns viel mehr nicht unbedingt leisten können oder sollten. Gut, wir könnten vielleicht noch eine Ziege dazu holen, aber nee, muss nicht sein. Zumindest jetzt gerade nicht. Mein Gott, wie viele Lachsbeeren habe ich inzwischen? Fast 200. Okay, passen noch alle in einen Slot. Das finde ich sehr schön. Mehr Beeren, meine Fresse. So, die anderen holen wir uns gleich. Wir geben erstmal dem Zauber sein Geschenk. So. Sehr schön, auf dass wir Best Buddy mit ihm werden. Zack, und direkt schon ein Herz dazu. Finde ich super. So, dann nutzen wir die Gelegenheit und sammeln weiter Beeren. Wir sollten das nutzen, solange sie noch wachsen. Ich würde gleich mal vielleicht bei Pierre gucken, ja, wobei ich glaube, da kommen wir nicht mehr rechtzeitig hin. Jetzt hätte ich gesagt, ich würde da mal schauen. Ich glaube, ich habe hier links noch einen Busch vergessen, yo. Was hätte ich gesagt, ich würde da mal schauen, wie viel denn so eine Beere bringt. Dann wüsste ich nämlich, ob es sich lohnt, die weiter zu sammeln oder direkt zu verschleudern.
Aber ich würde sagen, wir sollten die weiterverarbeiten, weil es bringt auf jeden Fall mehr. Und jetzt in dem Moment brauchen wir das Geld noch nicht so dringend. Also klar, Geld haben ist immer nice, gar keine Frage, aber es ist jetzt nicht so, dass unser weiterer Progress davon abhängt. Zumindest aktuell nicht. Wobei, wenn wir das Haus weiter ausbauen wollen, dann brauchen wir da, glaube ich, schon ein bisschen mehr. Also sollen wir dann vielleicht doch mal bei Gelegenheit gucken, dass wir entsprechend die Portokasse auffüllen. So. Einfach, weil ich es kann. Komm, dann machen wir noch den Turn hier fertig. Wir können gleich mal zu Emily gehen. Und zu gucken, ob sie uns irgendwas sagt, so dass sie nervös ist oder so, weil wir ja morgen heiraten werden. Ich bin noch gespannt, wie das Ganze ablaufen wird. Weil da habe ich noch überhaupt keine Ahnung, wie das aussieht. Wahrscheinlich wird das dann wie bei so einem Stadtfest sein, gehe ich zumindest von aus, weil gerade in so einer kleinen Gemeinschaft ist so eine Hochzeit ja auch nicht alltäglich. Deswegen gehe ich davon aus, dass es eine Mordsgaudi wird. So, ich habe übrigens mal geguckt, wegen dem Straußfahren, den gibt es im Sommer im Wald. Also, dass das im Wald war, das hatte ich ja schon vermutet. Aber halt nur im Sommer, da droppt der da random. Kann man den entsprechend finden. Heißt, da wissen wir auch nun wieder mehr. Ui, jetzt ist ja aber einiges fertig. So. Dann erstmal die beiden Eier da rein. Nein, ich will sie nicht essen. Gut, sammeln wir das Ganze erstmal. Zack, zack. So, alles wieder am Laufen. Käse ist fertig. Wunderbar. So, rein damit. Rein damit. Rein damit. Mehr haben wir jetzt gerade nicht. Wir haben ja ganz vergessen, hier noch weitere Holzkohle zu produzieren. Hatte ich heute schon geguckt? Stimmt, Artischockendip, ja. Wir haben heute schon geguckt. Ich hab's verdrängt. Entschuldigt bitte. So, was wollen wir denn noch Schönes machen? Wollen wir vielleicht ein bisschen was verschenken gehen? Ah, Moment. Kann es sein, dass wir den noch gar nicht gespendet haben? Wenn da steht Gunther, kann dir mehr darüber erzählen? Weil bei den meisten, wenn wir es schon haben... Ne, gefrorene Träne hat er auf jeden Fall. Wir gucken da die Tage mal in Ruhe. Muss ja nicht jetzt sein. Warte mal, hatte ich nicht noch woanders mehr Solar-Essenzen? Da war doch was. Ja, hier, sag ich doch. Wieder etwas an einer Stelle, wo es nicht sein sollte. So, alles rein da. Goodie, goodie, dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal in die Stadt, in die Bar und quatschen mit ein paar Leuten. Unter anderem mit unserer Angebeteten. Ach, guck an, da sind noch ein paar Beeren zum Sammeln. Theoretisch, wenn wir irgendwann mal genug Einmachgefäße haben, sodass wir mehr Geld haben, können wir uns auch eigentlich sämtliche Ressourcen kaufen. Also Holz, Steine, diverse Erze. Kann man ja alles kaufen. Nur du musst halt die kleinste Violine der Welt mitspielen. Ach, guck an, da haben wir noch einen Auftrag. Schleimjäger. 6 rote Schleim in den Lavahöhlen der örtlichen Mine. Ja, komm, nehmen wir mal an. Ich weiß doch noch nicht, ob ich es machen will. Aber ich denke eher nicht, denn... Der heutige Tag ist rum und morgen ist ja ein ganz besonderer Tag. So, schnacken wir mal mit allen. Okay. Sie sagt uns einfach nichts. Ah, hey Kind, du bist zu jung, um hier Trübsal zu blasen. Ja, ich blase doch gar keinen Trübsal. Ich bin einfach nur da. Hallo, mein Schatz. Ich wusste schon immer, dass zwischen uns irgendetwas Wichtiges passieren würde. Ich hätte nur nicht gedacht, dass es das ist. Der Papagei ist auch aufgeregt. Oh, wie süß.
So, und was hast du uns zu erzählen, lieber Willy? Ich brauche etwas Aufwärmung, bevor ich für eine weitere kalte Nacht auf dem Ozean bereit bin. Ja, das glaube ich dir. Vergiss nicht, dir die Hand vorzuhalten, wenn du niest. Heute wäre ein guter Tag, um die Minen zu erkunden. Wer weiß, vielleicht findest du ein paar seltene Erze. Ja. Ah, okay, er bläst immer noch den gleichen Trübsal-Song wie sonst immer. Nun gut. Ah, wir könnten... Stimmt, ich glaube, wir haben unsere Reuse noch gar nicht nachgeschaut. Und wenn wir schon mal da sind, könnten wir das doch mal eben machen. Yo. So, dann hoffe ich, dass es morgen auch eine zünftige Hochzeitssause geben wird. An die sich alle hier noch lange erinnern werden und natürlich auch am liebsten gerne erinnern werden. So, diverse Korallen. Da ist noch eine. Und das war's. Gut. Alles klar, alles eingesammelt. Dann gehen wir zurück. Wir können bestimmt nochmal Mayonnaise machen. Hoffe ich zumindest. Also gehe ich jetzt mal von aus, dass die schon wieder fertig sein dürfte. Ach, verdammt, ich will immer hier zum Friedhof einbiegen. Ist aber eigentlich Quatsch, ne? So, auf nach Hause. Noch ein bisschen was fertig produziert. Und dann heißt es Hochzeitstag. Ach, ich bin aufgeregt. Ich hoffe, ich habe mich jetzt noch nicht verrechnet. Weil ich ja halt am Ende des Tages erst den Antrag gemacht habe. Nicht, dass der dahingehend dann das irgendwie anders berechnet. Das wäre ein bisschen komisch, aber gut. Wäre im Zweifel halt so. So. Alles fertig gemacht, wunderbar. Mayonnaise rein. Ach, guck an, Kohle ist fertig, sehr schön. Hauen wir dich da noch rein. Weg, weg. Den haben wir schon gestreichelt, den kleinen. So, dann ab in die Haier. Und Hochzeit! Als Kopfgeburt nach Pelikan kam, wusste niemand, ob er in unsere Gemeinschaft passen würde. Aber ab heute wird Kopfgeburt wie jeder einzelne von uns ein Teil dieser Stadt sein. Es ist mir eine große Ehre, am heutigen 18. Frühling Kopfgeburt und Emily zu vermählen. Nun, dann lass uns mal anfangen. Kopfgeburt, Emily. Als Bürgermeister von Pelikan und örtlicher Träger des Ehesiegels erkläre ich euch hiermit zu Mann und Frau. Ihr dürft euch jetzt küssen. Hui! Mein Gott, da wird ja vollkommen eskaliert hier. Das Leben wird von jetzt an anders sein. Aber die Zukunft sieht rosig aus. Jetzt haben wir hier Kristalle. Cool. Kleiner Schrein von Emily. Oh, sehr schön. Jetzt ist sie die ganze Zeit ein Herz. Wie süß. Das ist ja so süß. Da schmeckt Zucker fast wie Salz. Ist sie denn jetzt auch da? Gucken wir mal. Oh, hallo. Ein weiterer wunderschöner Tag auf der Prozentfarm. Ich glaube daran, dass heute etwas Gutes passieren wird. Ja, heute ist doch schon was Gutes passiert, oder fandst du das jetzt nicht gut? Also ich fand's gut. Mir hat's gefallen, ich hoffe dir auch. Aber anscheinend nicht. Gut, wir haben jetzt auf jeden Fall noch den kompletten Tag. Das finde ich sehr schön. Schau mal kurz, Leben vom Land. Süße Süßer, wir müssen reden. Nein, so meine ich das nicht. Natürlich rede ich vom süßen Produkt unserer Freunde, den Bienen. Pass auf, wenn du ein paar Blumen in der Nähe deines Bienenkorbs hast, können deine Bienen besonderen Honig produzieren. Ansonsten produzieren sie nur gewöhnlichen Wildhonig. Ziemlich binial, was? Was ein Quatsch.
So, zurück an die Arbeit. Wir haben ja noch ein bisschen auf dem Hof was zu tun. Ich fand das so lustig, wie die Mani gerade voll eskaliert ist bei der Feier. Volles Partytier. Endlich die ersten Kirschen. Schick, schick. So, erntetechnisch haben wir gerade gar nichts. Das ist zugegebenermaßen schade. So, aber wir recyceln jetzt erstmal eben schnell was. Oh, guck an, ein Diamant ist fertig. Oh, und jetzt hat sie hier ihr eigenes Malstudio. Wie süß. Danke dir, ich fühle eine positive Energie in diesem Geschenk. Ja, komm, man wird doch mal. Ach, guck an, wir haben sogar zwei weitere Herzen. Sehr gut. Und der Papagei ist auch da. Mein Gott, der dreht auch vollkommen am Rad. So, dann würde ich aber sagen, sollten wir mal gucken, dass wir genug Ressourcen zusammenkratzen bei Gelegenheit, denn vielleicht gibt es ja irgendwann hier nochmal Nachwuchs und der braucht ja auch seinen Platz hier, nicht wahr? Ah, ich hätte vielleicht erstmal Eier holen sollen. Auf jeden Fall gibt es sehr viel zu produzieren hier. Das finde ich super. Und sehr viel zu verkaufen nachher. Das wird gut. So, holen jetzt eben schnell ein paar Eier. So, mal eben schnell alles hier geknufft. Mein Gott, man sieht euch Kleinen ja gar nicht hier. So. Dann mal rein hier. Ja, toll, Eier und Wolle haben wir da, aber ich will endlich eine Hasenpfote, Mensch. Ich hoffe, das muss jetzt nicht eine bestimmte Jahreszeit sein. So, einmal raus hier. So, schön alle draußen auf der Weide. Ach, du bist noch zu jung, ne? Genau. So, heute gibt es auch wieder lecker Ziegenmilch. So, stimmt, wir müssen ja noch hier unseren Hof ein wenig erweitern. Gucken wir mal, haben wir drin. Ach, eine Kuh ist noch drin. Ich wusste doch, irgendwas fehlt hier noch. So. Hätten wir das auch? Dann mal auf zur Käse-Factory. Ach, guck an, noch was fertig geworden. Komm, dann machen wir doch direkt mal Kirschsaft. So, damit wir mehr Inventarslots freikriegen, verwursten wir erstmal die drei. Haben wir sonst noch was? Ja, stimmt, genau. Und wir können ein bisschen Stoff machen. Ein verfeinerter Quarz. Den ziehen wir uns doch mal richtig gerne rein. So, zack. Ruf damit. Ach ja, genau. Ich wollte gucken, wie viele Rohstoffe wir brauchen. Gut, ich denke mal, das wird jetzt so oder so noch nicht reichen. Deswegen schauen wir erstmal. Aber erstmal unseren Kleinen streicheln und natürlich was zu trinken geben. Komm mal eigentlich hier hinterher. Ah, fuck. Hätte ich es ein Feld weiter vorgebaut, hätten wir dann noch einen Weg, sodass wir nicht immer komplett rumherum müssen. Aber was soll ich sagen? Ich war ein Idiot. So, vielleicht finden wir noch ein paar Beeren. Oder einen wilden Meerrettich. Das ist ja auch nicht zu verachten. Noch ein wilder Meerrettich, sehr schön. Alter, ey, wie viele Bären es wir schon haben. Wir sind bald bei 300. Au. So, doch zunächst. In respektvoller Anlehnung an die Ladungsöffnungszeiten. Haus verbessern. 50.000 und wir brauchen 150 Stücke Hartholz. Das ist einiges. Können wir eigentlich bei dir Hartholz kaufen? Nein, natürlich nicht. Möbelkatalog für nur 200.000. Diverse Rezepte, nö, brauchen wir aber alle nicht.
Gut, nutzen wir die Gelegenheit, sammeln weiter Beeren ein. Wie kommt man noch an Hartholz? Ne, wir müssen eigentlich immer diese großen Baumstümpfe platt machen, ne? Anders geht's gar nicht. Beziehungsweise mit etwas Glück halt in der Mine, aber... Dann müssen wir da wohl mal ein bisschen öfter rein, wa? Wir sollten vielleicht beim nächsten Mal auch einfach wieder in die... Also einen zweiten Versuch starten bei dieser Wüstenmine. Bei der Schädelhöhle. Da wurde mir... Ich weiß jetzt gerade leider nicht mehr, wer es geschrieben hat. Sorry dafür. Aber da wurde mir als Kommentar unter das Video geschrieben, dass es in der ersten Ebene wohl ein Loch gibt, wo man runterjumpen kann. So, dass man in der tieferen Ebene rauskommt. Ich weiß jetzt nicht, ob das das Äquivalent hier zum Fahrstuhl ist in der Mine. Wäre mal ganz interessant zu wissen. Können wir aber ausprobieren. Ich denke, beim nächsten Mal werden wir dann in diese Mine gehen. Und schauen, wie weit wir runterkommen. Inventar voll. Jo. Können wir irgendwas hier entbehren? Ja komm, das Harz können wir, glaube ich, entbehren. Ich habe noch überlegt, ob ich hier hingehen soll oder ob ich vielleicht doch erstmal Sachen wegbringen soll. Hab mich dagegen entschieden, was zugegebenermaßen ein Fehler war. So, da haben wir zwar Gold, aber mir ist gerade noch was eingefallen. Ich wollte ja gucken, ob wir nicht für den guten Gunther doch noch ein paar Sachen in unserer Kiste haben, weil da stand ja noch von wegen, ja, Gunther kann dir mehr darüber erzählen, was ja so viel heißt wie. Das hat er noch nicht. Also ich meine zumindest, dass es das heißt. Müsste es eigentlich. So, da unten ist was fertig, das sehe ich auch nicht. Falsch verstehen, dass ich da jetzt dran vorbeirenne, nur ich will jetzt halt hier erstmal gucken, dass wir in die Pötte kommen. So, einmal eingesammelt den Honig. Rein damit, rein mit dem Käse. Und war die Mayonnaise jetzt schon fertig? Ach, wir haben da noch gar keine neue reingetan. Was stimmt denn nicht mit uns? Glatt vergessen, toll. Super. Hallo, mein Spatz. Kiste. Wobei, teilweise war es ja die richtige Kiste, weil das muss da rein. Warte mal, wie viel Frühlingszeit können wir denn machen? Weil die können wir dann direkt schon für die nächste Saison einmal fertig machen. 50 Stück, das ist doch mal eine feine Zahl. Ups, falsche Kiste, entschuldigt. Ja, wobei wir könnten theoretisch diese Saison auch noch was pflanzen. So ist das ja nicht. Die Frage ist nur, wollen wir uns die Arbeit wirklich machen? Weil wir haben jetzt nicht so viele Qualitätssprinkler und das würde dann wieder heißen, dass wir so viel gießen müssen. Ich würde sagen, wir vertagen das auf die nächste Saison alles. Halte ich, glaube ich, für die bessere Variante. Aber wir haben ja jetzt hier genug gut. Wir würden dann natürlich noch mehr Gewinn machen, aber dann hätten wir natürlich weniger Zeit für so Sachen wie mal eben... in die Mine gehen, was wir morgen machen wollen. Wir können dem Zauberer noch ein Geschenk vorbeibringen, fällt mir gerade ein. Meck, meck. Ach, das wäre so schön, wenn ihr endlich meine Hasenfurt für uns da lassen würdet. Moment, wo ist der Stoff? Da oben, ne? Hey, yo. Alles klar schon. Was wollte ich jetzt? Ach, da habe ich ja noch den grünen Bohnensaft vergessen. So, 44 Hartholz habe ich. Das heißt, ich brauche nur 106 Hartholz. Meine Fresse, wo soll ich die denn herzaubern? Aus welchem Hut? Man weiß es nicht. Wir gucken mal, ob wir hier hinten irgendwo wieder einen Baumstumpf haben, der gespawnt ist. Ich gehe jetzt nicht davon aus, aber sag niemals nie. Na, sieht aber eher mau aus. Dann würde ich sagen, könnten wir ja nochmal im Wald gucken. Ob wir vielleicht da ein paar Baumstümpfe finden. Wäre zumindest wünschenswert.
Ansonsten können wir mal schauen, dass wir uns bei Gelegenheit vielleicht ein paar Golderz holen. Ach, ich depp. Jetzt fällt mir das ein, was ich vorhin gesagt habe, was ich machen will. Und was jetzt wieder vergessen ist. Okay, dann machen wir es morgen. Nämlich bei Gunther mal schon. Ach, guck an. Hier gibt es auch Beeren. Okay, wie kommt man denn da unten hin? Hä? War das... Das war definitiv auch schon da, aber ich habe keine Ahnung, wie man da hinkommt. Crank. Mein Gott. So, dann überleg mal, die Beeren hätten wir uns schon alle gestern geholt. Ach, guck an, ein Pilz. Zack, weg. Mann, Mann, Mann. So viele Beeren hier. Da kommen wir nicht lang, aber hier. Noch ein paar Sträucher abzuernten. So, und wir... Hallo, nach unten. Was stimmt denn nicht mit dir? So, dann besorgen wir uns mal hier zumindest ein bisschen Hartholz. Ich weiß jetzt nicht, ob die Dinge hier regelmäßig nachspawnen. Das müsste man mal prüfen. Aber wenn die hier täglich spawnen, dann heißt das auf jeden Fall, dass wir täglich mal in diesen Wald sollten. Da geht es jedenfalls schon mal nicht lang. Tja, wie kommen wir denn da unten jetzt rein, verdammt? Das hier sieht aus, als könnte es ein Durchgang sein. Jo, ist es auch. Sehr schön. Alles klar. Wieder was Neues entdeckt. So, ansonsten ist hier nichts noch. Okay, hier kommt man in eine Lücke, die bringt uns aber nicht weiter. Okay, cool. Hier sind wir auch wieder in dem Wald gefangen, aber auch das bringt uns nicht weiter. Gibt's hier noch was? Nö, nicht wirklich. Alles klar, dann Kommando Gerd. Wieder raus aus dem Wald. Wir hätten jetzt eigentlich noch dem Zauberer was mitbringen können. Haben wir aber nicht. Chap, chap, zarab. Na gut, egal. Da würde ich sagen, machen wir uns das nächste Mal auf in die Mine. Gucken, dass wir vielleicht wieder was für Gunther finden. Weil ich meine, wenn man ihm 60 Sachen bringt... Gibt er einen den Schlüssel für die Kanalisation und da können wir dann auch nochmal in ein neues Gebiet ein bisschen was erforschen. Und guck an, wir haben tatsächlich eine Batterie. Way! So, wir sollten nochmal hier schauen. Oh ja. Sehr schön, einiges wieder fertig geworden. Dann machen wir mal zwei Entenmayonnaise. Und wir hauen mal wieder ein paar Böhnchen raus. Und da unten brauchen wir auch noch was. Zack. So, Emily, du bist immer noch wach. Alles klar. Ist ja auch kein Problem. Ich hoffe, du fühlst dich hier überhaupt wohl bei uns. Inzwischen ist es ja unsers, nicht mehr nur meins. So, die Fasern hier rein. Wo habe ich denn die Batterie jetzt gelassen? Ach, da. Wie gesagt, noch weiß ich nicht, wofür wir die brauchen. Aber irgendein Zweck wird sich früher oder später schon enthüllen. So, dann ist es Zeit, dass wir mal eine Runde Anti-Shoppen. Will man ihn verkaufen? Oh, 21 eingelegte grüne Bohnen. Das wird auf jeden Fall einiges an Schotter bringen, denke ich. So, der Ziegenkäse, genau. Nein, ich wollte dahin. Hallo! So, zack, zack und zack. So, wir gucken nochmal nach. Ich glaube zwar nicht, dass jetzt schon wieder was fertig ist. Nein, natürlich nicht. Wir haben auch gerade nichts dazu verwursten. Vielleicht sollten wir uns doch noch das ein oder andere Mayonnaise-Gerät da hinstellen.
Ist er da ein bisschen schneller fertig werden? Och, süß. Emily pennt schon. Zack. Oh, sehr schön. Wir können wieder ein Einmachgefäß machen. Das ist doch mal super. Dann können wir da direkt noch was einlegen. Machen wir auch direkt. Weil, warum warten? Da fällt mir ein, wir haben schon länger nicht mehr nach unseren Bäumen geguckt. Also ob da wieder ein bisschen Harz für uns ist oder ein bisschen Teer. Das sollten wir mal eben in Angriff nehmen. Und wir müssen nochmal in unsere Höhle schauen, ob wir da auch Pilzchen haben. Nö, eins, zwei, drei, nichts drin, alles klar. Gut, dann halt nischt. Schauen wir nochmal in die Höhle und siehe da, Pilze. So, die bringen wir weg und dann sollten wir uns auch zu unserer inzwischen Frau ins Bett legen. Aber wir schauen vorher noch, ob wir Mayonnaise machen können. Nope. Dann heißt es jetzt gleich, sleep well in your Bettgestell. So, nachdem die Epic Morchel da drin verwurstet wurde. Oh, wir können nochmal Saat machen. Dann machen wir das auch direkt. So, da haben wir für die nächste Saison auf jeden Fall, denke ich, einen guten Start hingelegt. Auch wenn es noch ein bisschen dauert, bis wir das nächste Mal einen Frühling erleben werden. Aber ist ja kein Problem. So, ihr Lieben, jetzt heißt es ab in die Haie und wir sehen, was der Verkauf gebracht hat. Kleiner, lass mich bitte damit durch. Danke. So. Ja, wieder einmal einiges. Wir haben insgesamt 14.780 verdient. Das ist doch mal herrlich. Ihr Lieben, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüssikowski.